Hi, schön, dass du da bist. Wir schauen uns heute Acronis True Image 2021 an. Wir schauen uns an, wie das ganze Programm aufgebaut ist und natürlich meine Erfahrungen dazu. Die sind nämlich ziemlich interessant. Ansonsten wünsche ich dir mega viel Spaß mit dem Video und bis gleich. Cybersecurity. Be part of IT. Gut. Starten wir mal. Wir haben jetzt hier natürlich die wichtigste Funktion von Acronis, die Backup-Funktion. Und wir können hier auswählen, was wir backuppen wollen. Wir müssen hier unten einfach nur auf Backup hinzufügen klicken und können dann eben uns ein Backup hinzufügen. Wir können hier die Quelle ändern, zum Beispiel jetzt eine Datei oder einen Ordner. Wir wollen jetzt einfach mal Bilder oder 3D-Objekte sichern, sagen wir mal, und klicken hier auf OK. Dann können wir unseren Zielort auswählen. Das kann entweder die Acronis Cloud sein oder ein externes Laufwerk oder einfach direkt auf dem Desktop wieder. Und ja, das nennen wir einfach mal 2. Und dann können wir das Ganze backuppen. Das mache ich jetzt nicht. Wir können das Backup auch noch verschlüsseln mit einem Passwort. Falls wir wichtige geheime Daten haben, ist das natürlich zu empfehlen. Also das finde ich echt cool, dass das hier möglich ist. Genau, dann haben wir hier die Aktivitäten, wann Backup gestartet wurde und so weiter. Recovery, hier können wir das Ganze auch wieder herstellen. Jetzt können wir einfach hier vorhandenes Backup hinzufügen klicken und dann eben unsere Backup-Datei auswählen. Dann kommen wir jetzt zum Schutz. Ja, hier kommt jetzt eine Meldung, möchten wir das wirklich abbrechen? Sage ich jetzt ja. Und der Schutz ist ein kleiner Virenscanner eingebaut in Acronis, sage ich jetzt mal. Und der schaut eben, ob wir hier Ransomware-Angriffe haben, Kryptominer auf dem PC oder eben eingeschleusten Code, zum Beispiel auf Zoom. Wenn wir jetzt hier noch die Advanced-Version haben, dann testet er natürlich auch noch auf Webseiten und Schutz vor schädlichen Dateien. Was der Virenscanner bis jetzt extrem gut macht, habe ich gerade festgestellt, ist, wenn man zum Beispiel ein Backup löschen will oder ein Virus ein Backup löschen will, dann reagiert er ziemlich schnell und sagt uns, hey, pass mal auf, hier will jemand unser Backup löschen und willst du das wirklich machen oder willst du den Prozess verweigern, dein Backup zu löschen. Das sehen wir jetzt auch hier in den Aktivitäten. Ich habe versucht, mein Backup selber zu löschen und natürlich sagt er hier, der Explorer will die Datei löschen und er sagt halt eben hier, wollen Sie das zur Ausschlussliste hinzufügen, also dass das erlaubt ist zu löschen oder nicht. Genau, das habe ich natürlich hinzugefügt und dann sehen wir hier, das DLL-Host von System 32 hat auch dasselbe Problem gehabt, der wollte auch das Backup löschen und das habe ich dann auch zur Ausschlussliste hinzugefügt. Also er passt extrem gut auf unsere Backups auf, was natürlich echt lobenswert sind, denn das ist ja unsere Sicherung. Genau, so viel zum Schutz. Dann haben wir hier eine Archiv und hier können wir den Benutzerordner analysieren. Und das mache ich jetzt auch gleich mal. Das kann etwas dauern. Und ja, das hat gar nicht mal so lange gedauert. Wir sehen jetzt hier sämtliche große Dateien zum Beispiel. Wir können die nach der Größe sortieren im Nutzerordner von Windows. Wir sehen hier, ich habe ziemlich viele Kali-VMs hier drauf. Das sind eben ziemlich große Dateien, da das ganze Betriebssysteme sind und so weiter. Und wir sehen hier das Ganze auch aufgeschlüsselt in Dokumente, Musik, Bilder. Wir sehen jetzt hier auch eine RockYou.txt. Da sind Passwörter drin zum Beispiel. Genau. Dann können wir das Ganze archivieren. Ich mache mal jetzt eine kleine Datei. Video, das will ich archivieren. Und dann können wir hier den Zielort auswählen. Wir sagen einfach hier Desktop 2, klicken OK und archivieren das Ganze. Dann kommt eine Meldung, dass die Dateien eben dann gelöscht werden und in ein Archiv verschoben werden, ob wir das eben wollen. Klicken wir Ja
Und jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Und dann wird eben die Datei in unseren Ordner 2 archiviert. Das ist dann ein extra Laufwerk und wir sehen hier den ganzen Pfad bis zu der Datei hin. Und ja, hier ist sie auch schon. Genau, das war die Archivfunktion. Jetzt kommen wir zur Synchronisationsfunktion. Und hier können wir jetzt auch einfach mal einen erstellen. Wenn ihr eben die Cloud-Version habt, dann könnt ihr hier das Ganze auf die Cloud synchronisieren. Wir haben jetzt hier aber keine Cloud-Version. Und ja, wir machen jetzt hier mal wieder ein Backup von dem Testordner. Oder wir synchronisieren den und dann können wir uns hier eben einen anderen PC noch aussuchen. Das Ganze funktioniert aber nur, wenn wir einen anderen PC mit Acronis installiert haben. Das kann ich dir jetzt hier leider nicht zeigen, denn ich habe jetzt hier nur ein PC installiert mit Acronis. Genau, dann könnt ihr eben die Daten zwischen diesen zwei Geräten synchronisieren. Finde ich ein sehr nettes Feature und werde ich in Zukunft auch verwenden. Dann kommen wir zu den Extras und hier ist meiner Meinung nach mein Lieblingstool dabei und das ist der Acronis Universal Restore. Das ist extrem nützlich, denn somit können wir eben einen bootfähigen USB-Stick machen, also einen Stick, von dem wir starten können, bevor Windows überhaupt startet. Und ja, das hat mir sozusagen auch mein Leben gerettet. Das war auch der Grund, warum ich das Ganze mir gekauft habe. Und ja, wir haben ja noch andere Tools. Schauen wir mal durch, was wir hier noch so machen können. Dann schauen wir uns das Laufwerk Klonen an und das ist meiner Meinung nach echt ein krasses Tool, denn es kann unsere ganze Festplatte klonen, egal ob der PC jetzt aktiviert ist, also an ist oder aus ist. Und das ist echt heftig, weil wie soll man das denn bitte machen? Das System läuft, die Prozesse laufen, alle Daten werden verwendet und Acronis hat es trotzdem geschafft, die Daten während das System eben läuft auf eine externe Festplatte zu klonen. Also hier größten Respekt an die Programmierer, dass man das machen kann, sogar wenn der PC an ist. Genau. Cooles Feature, werde ich in Zukunft wahrscheinlich auch noch ein paar Mal brauchen. Und ja, schauen wir uns den Rescue Media Builder an. Hier wird eben ein USB-Stick erstellt. Wir können jetzt hier einfach machen und können uns auswählen, ob das Windows basiert ist oder Linux basiert, also unser USB-Bootstick. Das ist dasselbe wie der Acronis Universal Restore. Nur, dass es hier eben ein bisschen mehr eingestellt werden kann. Und hier dieses Feature ist echt ein Lebensretter, denn hiermit können wir unseren USB-Stick erstellen, von dem wir eben starten können. Finde ich extrem nice, dieses Feature hier einmal durchklicken und schon läuft das Ganze. Schon haben wir einen Top-USB-Stick, der uns eben ziemlich retten kann. Ich erkläre später, warum mich dieser USB-Stick so gerettet hat. Und schauen wir uns mal an, was wir hier noch machen können. Wir haben hier den Parallels Access und der ist leider extra zu kaufen. Deswegen schauen wir uns den jetzt nicht an. Gut, dann Try and Decide. Das ist eben ein Tool. Hier können wir dann eben einen Sandkasten bauen sozusagen und schauen, ob eine Datei oder ein Programm schädlich für uns ist. Und wenn ja, können wir hier auf Zurücksetzen klicken und dann ist es wieder wie davor. Also zum Programme testen auch ganz nützlich. Dann haben wir hier die Systembereinigung. Hier können wir eben unseren PC ein bisschen säubern, im Verlauf, Papierkorb und so weiter. Ja, ist auch nice to have. Dann haben wir eine Acronis Secure Zone. Hier können wir dann eben einen extra Partition sozusagen machen, wo unsere Backups gespeichert werden. Und ja, um auf Nummer sicher, extra sicher zu gehen. Dann schauen wir uns Acronis Drive Cleans an. Und das ist sozusagen ein Überschreibprogramm. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Also hier werden unsere Daten dann überschrieben, sodass sie nie wieder hergestellt werden können. Auch sehr nice zu haben. Und ja, wir haben hier noch Tools von Drittherstellern, die wir installieren können. Aber das interessiert uns jetzt hier nicht. Genau,
Dann haben wir hier noch das Konto. Wir sehen hier, das ist Acronis 2021 True Image. Das ist Produkt des aktuell, also es gibt auch Updates ab und zu. Wir haben jetzt hier kein Cloud Storage und wir können hier sogar unser Online-Dashboard öffnen. Im Online-Dashboard können wir auch mehrere PCs einfach überwachen. Wir sehen hier, wann das letzte Backup gemacht wurde und wir können das hier alles übers Internet steuern, finde ich extrem cool. Wir haben hier einfach sozusagen dieselbe Oberfläche wie auf dem PC direkt. Dann schauen wir uns hier nochmal die Einstellungen an. Hier können wir eben diese Standardsachen anpassen. Zum Beispiel Sprache, ob auf Updates überprüft werden soll, getaktete WLAN-Verbindung. Genau. Dann haben wir hier noch die Hilfe und der Support hier ist extrem nice. Also wir haben hier guten Support. Ich habe auch mal mit denen schon geschrieben und wir sehen hier auch, was neu ist und so weiter. Genau, jetzt zu meiner Story. Und zwar hatte ich einen PC zum Reparieren und die SSD ist ausgefallen. Es war eine M2 SSD, also eine relativ neue Technologie und kein Betriebssystem konnte auf diese Festplatte zugreifen. Also ich habe extern eben einen USB-Stick angesteckt und mit verschiedenen Betriebssystemen gestartet, Ubuntu, Kali und noch ein paar anderen. Und kein System konnte eben auf die Festplatte zugreifen, um die Daten zu retten. Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann probieren wir eben mal Acronis aus. Hab dann gemerkt, es funktioniert. Aber ich hatte nur eine Testversion, deswegen konnte ich kein Backup machen. Dann habe ich mir Acronis 2020 gekauft und es hat nicht mehr funktioniert. Also man konnte nicht mehr auf die Festplatte zugreifen, obwohl ich alles genau gleich gemacht habe. Und dann habe ich festgestellt, ja, ich muss mir die neueste Version holen, also Acronis 2021. Und hier hat es dann eben funktioniert mit dem Bootstick, den ich eben vorher erwähnt habe. Dann konnte ich hier ein Backup machen und siehe da, später habe ich dann festgestellt, während des Updates, es waren zwei oder drei Sektoren auf der SSD kaputt und deswegen wurde die Festplatte auch bei keinem anderen Betriebssystem erkannt. Und jetzt muss ich hier Acronis echt loben, denn sie haben es geschafft, von einer kaputten oder beschädigten Festplatte hier alle Daten zu sichern, obwohl eben einige Sektoren beschädigt waren. Und das ist meiner Meinung nach echt eine Leistung, programmiertechnisch gesehen. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich es jetzt geschafft habe mit Acronis 2021. Und man sieht hier auch an dem Beispiel, dass die Technologie weiterentwickelt wurde. Also sie haben nicht einfach geschlafen, neues Design drüber gelegt. Nein, sie haben die Technologie von Jahr 2020 auf Jahr 2021 weiterentwickelt. Und das ist meiner Meinung nach sehr lobenswert. Und deswegen gibt es auch dieses Video hier. Denn ich will euch das sagen, falls ihr dasselbe Problem habt wie ich, dass ihr eben nicht mehr an die Daten rankommt, dann empfehle ich euch wärmstens Acronis. Und mit diesen Worten beende ich auch das ganze Video. Ich wünsche dir wie immer einen wunderschönen Tag, bleib sicher, be part of it und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!